Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkt er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Er reist von zu Hause aus, um den Baron zu jagen, nachdem er für seine Mutter 80.000 Mark gewonnen hat. Der Baron lebt auf einer geheimnisvollen Insel, irgendwo in irgendeinem Meer. Verstrickt in dunkle Geschäfte ist er mit Tim Thalers Lachen noch mächtiger geworden. Denn für ein Lachen kann man etwas bekommen, was für noch so viel Geld nicht zu haben ist. Nämlich alles das, was Tim Thaler verloren hat. Freundschaft, Glück, ein fröhliches Herz. Früher flogen ihm die Herzen nur so zu. Jetzt ist er einsam geworden und traurig. Der Baron hingegen benutzt Tims Lachen für seine bösen Machenschaften. Tim Thaler aber will sein Lachen wiederhaben, koste es, was es wolle. Tommy, du musst aufstehen. Mutter, das Geld ist für dich, für diese blöde Hypothek auf unserem Haus. Das ist ziemlich viel Geld. Ich habe es bei einer Wette gewonnen. Bestimmt habe ich es nicht gestohlen. Natürlich ist es verrückt, aber stimmt. Ich habe es bei einer Wette gewonnen, liebe Mutter. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Dafür liebe ich dich, aber bitte such mich nicht. Ich komme zurück, Tim. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Das ist ja furchtbar. Ja. Wissen Sie, was das bedeuten kann? Keine Ahnung. Aber ich frage mal die Kinder. Uschi, Babsi, komm doch mal her. Ciao, Frau Thaler. Guten Morgen. Wo ist denn Timmy? Ist er krank? Nein, er ist nicht krank. Er ist weggelaufen. Weggelaufen? Na, das ist ja klar. Wieso klar? Was weißt du? Nichts, Frau Thaler, wirklich. Kuschi, bitte. Gerade, Tim. War in letzter Zeit richtig blöd. Was soll das heißen? Naja, der Tim. Wir mochten ihn alle unheimlich gern. Bis er sich so verändert hatte. Ja, das stimmt, Frau Thaler. In letzter Zeit war der Timmy so merkwürdig. Hat er nichts mehr Interesse gehabt und hat auch gar nicht mehr gelacht. Richtig doof und stur. Tim wollte bloß immer wetten. Und was? Er bildete sich ein, er könnte zaubern. Unsinn. Ja, das stimmt. Ehrlich. Er war wie verzaubert. Tim war es geflitzt. Er fühlte sich wie ein Zauberer. Und er hat behauptet, er könnte jede Wette gewinnen. Ach, Kinder, nun lass das doch jetzt mal. Aber wenn ich darüber nachdenke, früher war er wirklich ganz anders. Tim hat manchmal so gelacht, dass ich den Unterricht unterbrechen musste, weil wir alle mitlachen mussten. Und dann ganz plötzlich... Der Tod seines Vaters, wissen Sie? Er war für Tim mehr ein Freund als sein Vater. Ich muss zur Polizei. Jetzt gleich. Wir haben unten im Hafen ein Versteck. Vielleicht ist er da. Guck her.
Entschuldigung. Bitte? Würden Sie mit mir wetten, dass ich... Ich wette grundsätzlich nicht. Entschuldigung, wetten Sie mit mir? Wetten? Freilich wetten wir, dass es morgen regnet. Mein Knie tut mir nämlich weh. Die Wette gewinne ich. Ich verliere nie eine Wette. Was? Verschwinde hier, du belästigst nur unsere Kunden. Hat der Junge sie vielleicht belästigt? Ach, woher denn? Der junge Mann wollte nur mit uns wetten. Halb so schlimm. Nichts als Unfug im Kopf, was? Wetten? Wetten, dass ich gleich hier sein werde? Wetten das nicht? Ach, du bist der Junge, auf den der Busfahrer schon wartet. Na, du machst es aber spannend. Herr Winkler, hier. Herr Winkler, hier ist der junge Mann. Und aber fix. Deinetwegen hat der Bus schon eine Viertelstunde Verspätung. Mensch, Junge, komm, jetzt wird's aber höchste Zeit. Wir müssen. Los. Na, seine Wette hat er gewonnen. Noch so jung und schon Rheuma. Der arme Junge. Guten Tag, hier soll ein Mann auf mich warten. Was? Ja, ich soll doch nach Marienbad. Du bleibst schön drin, das ist gesund. Aber ich bin nicht dran. Du hast Rheuma. Ich hab nur zu Schmerzen. Du fangst oft die schlimmsten Krankheiten an. Warum ist das Zeug so warm? Damit es angenehm ist. Sonst können wir die Leute ja auch gleich ins Ried in die Moortümpel stecken. Also, ich muss jetzt mal raus. Ich habe ja schließlich noch andere Patienten. Aber du bleibst drin. Historisch betrachten darf, seit der Renaissance haben wir nicht mehr so große Erfolge zu verbuchen wie in den letzten Monaten. Ja. Die gute alte Zeit, Anatol. Mit Wehmut denke ich oft daran zurück. Früher war es die Gier nach dem Gold, die uns die Menschen in die Arme trieb, oft sogar bedingungslos. Heute ist man anspruchsvoller. Leider. Die Kunstdüngerfabriken des Carlos de Santos haben im letzten Jahr einen Überschuss von 112 Millionen erwirtschaftet. Anatol, wie oft muss ich Ihnen noch erklären, dass es mir nicht um Gewinne geht? Ich will Einfluss. Macht. Die Menschen haben nun einmal die Macht mit dem Geld verbunden. Und diese Verbindung ist unser Gewinn. Anatol, es ist ein Genuss zu bestimmen, wer hungert und wer satt wird. Große Ernten hervorzubringen oder sie zu vernichten. Zu verfügen, wer reich wird oder wer arm bleibt. Zu wittern, wo die Menschen, um etwas zu erreichen, sich gegenseitig verderben. Sie sollen mich anbeten, Anatol. Sie sollen vor mir auf den Knien liegen wie vor. Naja, Sie wissen schon. Aber auf die Dauer. Ja, Sie haben recht. Ist das sehr langweilig. Warum lachen Sie? Der Lieferant Ihres Lachens, Herr Baron, er sitzt. Wo sitzt er? Er sitzt bis zum Halse der Patsche, Herr Baron. Bis zum Halse der Patsche.
So, und jetzt kommst du raus da. Bestimmt. So, und jetzt wird geruht. Ich will hier raus. Alles hat seine Ordnung. Nächster. Wetten, dass ich eher auf der Straße als im Bett bin? Ich habe gesagt, es wird geruht. Nun wetten Sie schon. Und gut, damit du Ruhe gibst, die Wette gilt. Als wenn der Teufel seine Hand im Spiel hätte. Aber mir ist noch keiner rausgekommen. Du hast wohl den Verstand verloren. Platt wie eine Wanze wärst du gewesen. Ich? Ja, was heißt ich? Was treibst du dich überhaupt rum? Das ist doch kein Spielplatz hier, Junge. Ich weiß. Na also? Ich habe mir einen Freund gesucht. So, einen Freund hast du hier gesucht. Ausgerechnet hier, was? Ah, dann komm mal erst mal mit, mein Junge. Sei ehrlich, du bist von zu Hause ausgebüxt. Na ja, den Kopf wird man dir schon nicht abreißen. Weißt du was? Ich stell dir jetzt erstmal meine Tochter vor. Wie findest du das? So. Danke. Ich glaube, der lacht noch nicht mal, wenn man ihn kitzelt. Du, sag mal, mein Junge, willst du uns nicht mal sagen, wie du heißt? Tim. Und weiter? Wissen Sie, wo das Land Aravanadi liegt? Aravanadi? Nee. So ein Land gibt es nicht. Das muss es aber geben, ganz bestimmt. Na, hör mal, ich bin schließlich Hafenbetriebsmeister. Ich muss es doch wohl wissen. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Aravanadi? Ich glaube, das kenne ich aus einer alten Sage. Sch,
mal hier, das ist der alte Name für Lü. Ach, du meinst die Vulkaninseln. Tja, warum sagst du das nicht gleich? Hier, schau mal. Warum? Mit dem Taler läuft etwas schief. Wenn Sie wünschen, werde ich es regeln. Aravanadi war ein uraltes Kulturland, bis es von den Vulkanen vollkommen zerstört wurde. Heute Abend läuft übrigens ein Schiff meiner Reederei dahin aus, die Livorno. Anatol, dann wollen wir mal. Findest du nicht, wir sollten der Polizei wenigstens Bescheid geben? Ja, das kommt überhaupt nicht in Frage. Schließlich habe ich es doch den Jungen versprochen. Aber wenn der erstmal darüber geschlafen hat, dann will er bestimmt auch von ganz allein nach Haus. Glaubst du, der ist ausgerissen, um mit eurer Livorno und dieses komische Aravanadi zu kommen? Ach, ausgeschlossen. Die liegt ja nicht im Containerhafen. Im Stückguthafen, K17. Und außerdem läuft sie ja schon in einer Stunde aus. Naja, ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so wohl, weil ich daran so geschickt bin. Ach, du mit deiner Skepsis. Das wird schon gut gehen. Ja, guck mal, ich hab dir hier nochmal. Tim! Hey, mein Fahrrad! Sie wollen also meinen Vorschlag nicht annehmen? Eine Krise. Nichts weiter als eine Krise. Und das übersteht die Prehnsche Reederei schon seit 300 Jahren. Verehrter Herr Prehn, im Gegensatz zu Ihnen habe ich Zeit. Und Geld. Es war schon immer die Devise unseres Hauses, Qualität statt Quantität zu bieten. Ich bedauere außerordentlich, dass Sie sich umsonst bemühen. Ich bemühe mich nie umsonst. Am 24. September 1973 sank die Carlos II vor der bretonischen Küste. Der Tanker brach in zwei Teile. Eine verheerende Ölpest erschreckte damals die Welt. Im Eifer des Gefechtes aber hatte man völlig übersehen, dass Sie beim Bau des Tankers die Doppelwände um 0,2 mm zu dünn ausgelegt haben. Das bedeutete schon während des Schiffbaus einen Gewinn von 2,5 Millionen. Wenn man nun plötzlich von dieser Tatsache erfährt, am Wrack Messungen vorgenommen werden, die geschädigten Forderungen stellen. Und das bei einem derzeitigen Barvermögen
von knapp 743.407,05 deutschen Mark. Herr Prehn. Herrn Dr. Holzmann in mein Büro. Ja, es ist wichtig. Seien Sie froh, dass Sie dieses Unternehmen vom Halse haben. Genießen Sie Ihren Lebensabend, sowohl als auch Ihren Feierabend. Selbstverständlich bleibt diese Transaktion unter uns. Ich bestimme und Sie bleiben der Herr im Haus. Sie gestatten? Den Chefdisponenten bitte. Lassen Sie die Livorno vor dem Auslauf nach einem blinden Passagier durchsuchen. Und noch eines. Der Hafenbetriebsmeister Rickert ist ab sofort entlassen. Wer hier spricht. Würden Sie bitte meine Anordnungen bestätigen? Stuckuthafen Kehr 17 fahren? Tot hättest du sein können, wenn ich nicht gebremst hätte. Wetten! Warum wetten, wenn du bezahlst? Wetten Sie halt! Pinke Pinke ist mir lieber. Reiche 5 Mark? Da bin ich nicht sicher. Fahren Sie ab, bitte! Wenn sich 3 laufe ich den Rest. Was geflitzt? Er fühlte sich wie ein Zauberer. Und er hat behauptet, er könnte jede Wette gewinnen. Ach Kinder, nun lass das doch jetzt mal. Aber wenn ich darüber nachdenke, früher war er wirklich ganz anders. Tim hat manchmal so gelacht, dass ich den Unterricht unterbrechen musste, weil wir alle mitlachen mussten. Und dann ganz plötzlich... Der Tod seines Vaters, wissen Sie? Er war für Tim mehr ein Freund als sein Vater. Ich muss zur Polizei. Jetzt gleich. Wir haben unten im Hafen ein Versteck. Vielleicht ist er da. Timmy! Timmy! Entschuldigung. Bitte? Würden Sie mit mir wetten, dass ich... Ich wette grundsätzlich nicht. Entschuldigung, wetten Sie mit mir? Wetten? Freilich wetten wir, dass es morgen regnet. Mein Knie tut mir nämlich weh. Die Wette gewinne ich. Ich verliere nie eine Wette. Was? Verschwinde hier, du belästigst nur unsere Kunden. Hat der Junge Sie vielleicht belästigt? Ach, woher denn? Der junge Mann wollte nur mit uns wetten. Halb so schlimm. Nichts als Unfug im Kopf, was? Wetten? Wetten, dass ich gleich hier sein werde? Wetten das nicht? Ach, du bist der Junge, auf den der Busfahrer schon wartet. Na, du machst es aber spannend. Herr Winkler, hier. Herr Winkler, hier ist der junge Mann. Nun aber fix. Deinetwegen hat der Bus schon eine Viertelstunde Verspätung. Mensch, Junge, komm, jetzt wird's aber höchste Zeit. Wir müssen. Los. Na, seine Wette hat er gewonnen. Noch so jung und schon Rheuma, der arme Junge. Guten Tag, hier soll ein Mann auf mich warten. Was?
Ja, ich soll doch nach Marienbad. Du bleibst schön drin, das ist gesund. Aber ich bin nicht dran. Du hast Rheuma. Ich hab wirklich Schmerzen. Du fangst oft die schlimmsten Krankheiten an. Warum ist das Zeug so warm? Damit es angenehm ist. Sonst können wir die Leute ja auch gleich ins Ried in die Moortümpel stecken. Also, ich muss jetzt mal raus. Ich habe ja schließlich noch andere Patienten. Aber du bleibst drin. Historisch betrachten darf, seit der Renaissance haben wir nicht mehr so große Erfolge zu verbuchen wie in den letzten Monaten. Ja. Die gute alte Zeit, Anatol. Mit Wehmut denke ich oft daran zurück. Früher war es die Gier nach dem Gold, die uns die Menschen in die Arme trieb, oft sogar bedingungslos. Heute ist man anspruchsvoller. Leider. Kunstdünger Fabriken des Carlos de Santos haben im letzten Jahr einen Überschuss von 112 Millionen erwirtschaftet. Anatol, wie oft muss ich Ihnen noch erklären, dass es mir nicht um Gewinne geht? Ich will Einfluss. Macht. Die Menschen haben nun einmal die Macht mit dem Geld verbunden. Und diese Verbindung ist unser Gewinn. Anatol, es ist ein Genuss zu bestimmen, wer hungert und wer satt wird. Große Ernten hervorzubringen oder sie zu vernichten. Zu verfügen, wer reich wird oder wer arm bleibt. Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkt er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Er reist von zu Hause aus, um den Baron zu jagen, nachdem er für seine Mutter 80.000 Mark gewonnen hat. Der Baron lebt auf einer geheimnisvollen Insel, irgendwo in irgendeinem Meer. Verstrickt in dunkle Geschäfte ist er mit Tim Thalers Lachen noch mächtiger geworden. Denn für ein Lachen kann man etwas bekommen, was für noch so viel Geld nicht zu haben ist. Nämlich alles das, was Tim Thaler verloren hat. Freundschaft, Glück, ein fröhliches Herz. Früher flogen ihm die Herzen nur so zu. Jetzt ist er einsam geworden und traurig. Der Baron hingegen benutzt Tims Lachen für seine bösen Machenschaften. Tim Thaler aber will sein Lachen wiederhaben, koste es, was es wolle. Tommy, du musst aufstehen. Mutter, das Geld ist für dich, für diese blöde Hypothek auf unserem Haus. Das ist ziemlich viel Geld. Ich habe es bei einer Wette gewonnen. Bestimmt habe ich es nicht gestohlen. Natürlich ist es verrückt, aber stimmt. Ich habe es bei einer Wette gewonnen, liebe Mutter. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Dafür liebe ich dich, aber bitte such mich nicht. Ich komme zurück, Tim.
Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Das ist ja furchtbar. Ja. Wissen Sie, was das bedeuten kann? Keine Ahnung. Aber ich frage mal die Kinder. Uschi, Babsi, komm doch mal her. Tag, Frau Thaler. Guten Morgen. Wo ist denn Timmy? Ist denn krank? Nein, er ist nicht krank. Er ist weggelaufen. Weggelaufen? Na, das ist ja klar. Wieso klar? Was weißt du? Nichts, Frau Thaler, wirklich. Uschi, bitte. Ja, der Tim war in letzter Zeit richtig blöd. Was soll das heißen? Na ja, der Tim, wir mochten ihn alle unheimlich gern, bis er sich so verändert hatte. Ja, das stimmt, Frau Thaler. In letzter Zeit war der Timmy so merkwürdig, hat er nichts mehr Interesse gehabt und hat auch gar nicht mehr gelacht. Richtig doof und stur. Tim wollte bloß immer wetten. Und was? Er bildete sich ein, er könnte zaubern. Unsinn. Ja, das stimmt. Ehrlich. Aber wie ver...